Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 19. Wir öffnen heute wieder Weekend League Rewards. Es ist wieder Gold 2 geworden. Das heißt, wir haben wieder zwei Spielerwahlobjekte, ein seltenes Goldpack und zwei seltene Megasets. Und wir warten ja immer noch auf unseren ersten Walkout. Wir öffnen das erste Spielerwahlobjekt. Oh, die Maria sieht nice aus. Dann nehmen wir natürlich die Maria. Gehen wir zum nächsten. Und Lala und Fabian. Er sieht ganz gut aus für einen Rechtsverteidiger. Könnte vielleicht auch wegen Ligue 1 gut werden. Also, dass er auch teuer wird. Und der hier sieht eher so mittelmäßig aus. Ich glaube, wir nehmen den Rechtsverteidiger. Und dann bestätigen wir beide Objekte. Und gehen zu unseren Packs. Wir fangen mit dem seltenen Goldpack an. Und es wird kein Walkout. Und auch kein Schlitz. Gonzales. Forest und ein Spielerpack. Wow. Dann gehen wir zum nächsten Pack. Wir öffnen das zwei Spielerpack als nächstes. Wenn da jetzt das Beste drin wäre. Na, kein Walkout. Und es ist Villalba. Und Giraldo. Das tun wir in den Verein. Und dann öffnen wir das erste seltene Megaset. Und es ist ein Walkout. Ein Inform-Walkout. Argentinien, LM, die Maria. Der könnte was wert sein. Martial wäre natürlich noch besser gewesen. Und ist noch was dahinter. Und sonst ist nichts dahinter. Was für den Preis, wenn ich 250k. 100.000, 90.000. Also 85, 84k ist er wert. Oder 80. Damit bin ich auf jeden Fall zufrieden. Und sonst haben wir keinen Turf-Token oder so dabei. Dann öffnen wir noch das letzte Set. Es ist diesmal kein Walkout. Und auch kein Schlitz. Es ist Robertson. Ist noch was drin? Nein. Kein Token oder so. Aber ich denke, auch wenn das Pack nicht so gut war, kann man damit zufrieden sein. Und dann war es das auch von dem Part. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, euer Alistair. Ciao.